Als Dekan des Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt wende ich mich in der Weihnachtszeit und am Ende des Jahres 2022 an Sie, liebe Christinnen und Christen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich befinde mich hier auf dem Gerüst an der Schlosskirche. Die Schlosskirche wird zurzeit instand gesetzt. Unter anderem wird der Dachstuhl ausgebessert und erneuert. Er wird stabilisiert, denn er ist im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen. Mit modernen Methoden konnte festgestellt werden, dass die Hölzer teilweise noch vor der Reformation geschlagen wurden. Ganz schön alt, oder? Aber doch vergänglich. Das Vergängliche steht uns am Ende des Jahres 2022 deutlich vor Augen. Corona ist noch nicht vorbei und wir schauen sorgenvoll in die Zukunft. Krieg herrscht vor der Haustür in der Ukraine. Viele Menschen jeglichen Alters verlieren ihr Leben. Weltbilder lösen sich in Luft auf. Wandel durch Handel, so hieß es bisher, wird ersetzt durch Sicherheit ohne Abhängigkeit. Wir sehen, dass sich bei uns Menschen nichts geändert hat. Krieg wird geführt, um mehr Einfluss zu haben, so wie zu allen Seiten. Mit der gleichen Brutalität wie immer oder noch schlimmer. Machtstreben und primitive Grausamkeit. Haben wir denn einige Jahrzehnte andauernden Frieden in Europa als zu selbstverständlich genommen, mit der Folge, dass Naivität sich breit machte? Haben wir zu viel vertraut, statt im Gegenteil misstrauisch zu sein? War uns nicht bewusst, dass wir für den Frieden arbeiten müssen, dass Friede nicht selbstverständlich ist, nicht automatisch im Wesen des Menschen liegt? Betrachtet man dies theologisch, müsste uns so deutlich wie schon lange nicht mehr klar sein, dass dieses armselige Menschengeschlecht tatsächlich Gottes Erlösung bedarf. Und in der Tat, ich habe den Eindruck, dass die Freude auf Weihnachten dieses Jahr besonders groß ist. Endlich ein fröhliches Fest mit einer guten Nachricht, so denken viele. Licht statt Dunkelheit, ein friedvolles Fest mit Geschenken. Wir fühlen und bemerken, wie bedeutsam dieses Weihnachtsereignis ist und wir freuen uns darauf. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, um uns Menschen letztendlich zu einem Happy End zu führen. In der bekannten Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, also zu den Hirten, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das ist eine gute Botschaft. Letztendlich kommt es zu einem Happy End. Als Heiland, als Retter wird Jesus bezeichnet, und das ist gut. Gut für uns, weil es ein Happy End wird, welches Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Was für eine frohe Botschaft, deren Geschichte mit der Weihnachtsgeschichte begann und uns hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lässt, trotz der schlimmen Nachrichten, welche wir Tag für Tag hören. Wie gut, dass wir diese frohe Botschaft haben. Lassen Sie uns diese Botschaft an Weihnachten hören und in uns aufnehmen, aber nicht nur an Weihnachten. Nehmen wir sie mit in das Jahr 2023. Nehmen wir sie mit in unser Leben. In diesem Sinne, liebe Christinnen und Christen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich Ihnen eine schöne und gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes und gesegnetes Jahr 2023.